willkommen zu einem weiteren Daily Motherfucking Vlog. Nein, kein Suizid, ganz ruhig. Okay, wir machen den lieber aus, bevor er sich tötet. Ein weiterer Daily Vlog. Oh, warum sieht bei dir alles so aufgeräumt aus? Leute, heute ist eine Roomtour geplant, das seht ihr auch gerade im Titel. Diese Roomtour gibt es in wenigen Sekunden. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die 43.306 Abonnenten, Leute. Wir sind wieder all the fucking way up. I'm all the way up. Und damit würde ich sagen, Leute, wir gehen auf die To-Do-Liste und da steht direkt auf dem ersten Platz eine Roomtour von hier. Das haben wir schon so viele gewünscht und jetzt würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit mehr und let's go. Mein Zimmer. Ich werde euch jetzt eine kleine Tour geben über mein komplettes Zimmer hier. Das haben sich schon so viele von mir gewünscht. Okay, Leute, kurzer Disclaimer. Die folgende Roomtour geht bis Minute 12:35. Also bitte bis dahin vorspulen. Wenn ihr keinen Bock auf eine Roomtour habt, beziehungsweise keinen Bock auf so Technik-Scheiße, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, da hinzuspulen. Da werden auch noch fette Sachen passieren. Aber wenn ihr Bock auf das habt, guckt euch diese Scheiße an. Let's go. Wir fangen aber direkt hier vorne gleich mal an. Was ich kurz vorab sagen will, wir haben hier sehr viel Low-Budget-Sachen. Das heißt, ihr werdet vielleicht auch ein bisschen was für euer Zimmer übernehmen können, wenn ihr nicht so Bock habt, so viel Geld auszugeben. Das heißt, auch für euch vielleicht was Interessantes dabei. Außerdem wird jede einzelne Sache, die ich hier genauer erkläre, wird in der Beschreibung sein. Als Amazon-Link. Und wie ihr wisst, kriege ich da eine kleine Provision von. Also wenn ihr mich da unterstützen wollt, könnt ihr es gerne machen. Wenn ihr gleich denkt, oh, Digga, das sieht nice aus. Das hole ich mir. Dann wäre es mega nett von euch, wenn ihr das einfach über den Link bestellen würdet. Da kriege ich, glaube ich, irgendwie so eine 5%ige Provision oder sowas. Ja, mega fresh. Und jetzt würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Let's go. Okay, Leute, hier sehen wir meinen wunderschönen Schrank. Anfangen mit gammligen Schuhen, die ich nie mehr anziehe. Einer freshen Lampe, die alles hier beleuchtet. Und dann ganz vielen Paketen, die ich jemals bekommen habe. Das hier ist alles so Apple-Scheiße. Hauptsächlich alles, was ich von Apple in den letzten Jahrzehnten angesammelt habe. Hier links mein allerliebstes Herrstück, womit auch jetzt gerade hier gefilmt wird. Meine A7S, Leute. Steht hier auch noch im Schrank. Hier ein bisschen Film-Equipment. Hier meine Innerlampen, die ich in meinen Dinges drin habe. Darauf werde ich aber auch gleich eher eingehen. Die Philips Hue Bridge. Und hier ganz alte Polaroid-Kameras. Ihr könnt das hier sehen. Leute, das ist eine ganz alte Polaroid-Kamera. Die habe ich auch irgendwie mal, habe ich mal geschenkt bekommen. Die ist mega geil eigentlich. Also ich stehe allgemein so auf so alte Kameras und sowas. Und die kann man halt so ausfahren und jetzt überlegt, guck mal, so ein Foto schießen. Mega, mega nice auf jeden Fall. Und ein Chromecast steht hier auch noch drin. So Leute, das heißt, wir haben hier alle unsere Pakete und jetzt würde ich sagen, geht's weiter zum Hauptraum. Was man als erstes sieht, ist ein wunderschöner Fernseher, der ungefähr so 40 Zoll hat, ich weiß es nicht so viel. Auf jeden Fall dicke Ränder und allgemein ist er relativ alt. Wir haben ihn einfach aus Bastians Zimmer von früher genommen und da ist für uns eigentlich genug gewesen. Wir haben jetzt nicht gedacht, wir geben jetzt 500 Euro für einen neuen Fernseher aus. Trotzdem habe ich einen relativ günstigen Fernseher in die Beschreibung gepackt, den ich eigentlich erst holen wollte, aber dann dachte ich mir so, nee, warum auch immer. Und Leute, der ist hier an so einer wunderschönen hier an so einer wunderschönen Fernsehhaltung, die man hier in alle Richtungen verschieben kann oder einfach an die Wand drücken kann, befestigt. Und das Ganze ist an einen Chromecast angeschlossen, der hier hinten dran steckt. Und ja, das ist eigentlich relativ nice. Gut, bevor wir zu meinem Herzstück kommen, meinem Hauptdesk-Setup, gehen wir mal zu Bastians Desk-Setup. Leute, hier geht es auf jeden Fall ab. Das ganze Ding hier ist in 3 Tagen ungefähr entstanden. Und das besteht sozusagen allem aus Low-Budget. Erstmal dieses Ding hier habe ich mir von ganz hinten, da hinten ausgeliehen. Das ist gar nicht neu gekauft worden, das haben wir einfach hier dran geklebt. Diese beiden Boxen sind so relativ günstige Logitech-Boxen. Das ist ein 7-Euro-Mikrofon oder so. 25 Euro. Das ist hier so eine Shakun-Maus, die so ähnlich wie Razer sein will. Und der ganze Tisch, Leute, dieser ganze fette weiße Tisch mit so einer wellen Schublade drin. Und hier eine Apple-Tastatur, die natürlich auch eine Alternative zur echten Apple-Tastatur ist. Die seht ihr vielleicht gleich. Hier sind unsere Akkus immer drin. Das heißt, wir haben hier relativ geile Sachen in relativ günstigen Raum. Und jetzt denkt ihr so, der Schreibtisch neu zu kaufen, das war bestimmt voll teuer. Leute, der ganze Schreibtisch kostete 36 Euro. So günstig war dieses ganze Ding. Der ganze mega massive, geile Schreibtisch. Also nur 36 Euro, Leute. Und hier ist eine Softbox, auch die günstigste, die wir auf Amazon finden könnten, mit einer Magic U, Philips U Alternative drin. Das heißt, hier ist alles so alternative Sachen. Aber Leute, ihr müsst einfach sehen, es sieht einfach geil aus. Es sieht einfach aus, als ob das alles so ultra teuer wäre. Also wirklich, das ist alles voll auf Alternative gesetzt hier. Mega, mega nice. Hier haben wir noch ein kleines Hoverboard, was irgendwie schon 3 Jahre alt ist. Wo mir einfach immer, wenn es langweilig ist, dann ich so den ganzen Tag im Kreis fahren kann, wenn ich Bock habe. Es wird aber da in der Hinsicht auf jeden Fall noch ein bald ein Video geben, Leute. Seid auf jeden Fall gespannt. Und jetzt würde ich sagen, sind wir hiermit fertig. Hier gibt es natürlich noch mein Sofa. Selber zusammengebaut und alles, aber das finde ich so geil. Also auf dem Sofa kann man richtig geil pennen. Das kann man auch ausfahren, das Sofa. Es ist einfach mega nice. Ich liebe dieses Sofa irgendwie voll. Und Leute, jetzt geht es weiter zu meinem nächsten Platz. Und das ist eher so für abends, für chillen, wenn man mal keinen Bock auf nichts hat. Man kann sich einfach hier hinsetzen, Leute. Hier sitzt man dann zu zweit. Kann sich hier ein paar Snacks auf dieses Ding hier, was immer noch keine Bedeutung hat. Ja gut, jetzt haben wir halbwegs eine Bedeutung dafür gefunden. Man kann da halt Snacks oder sowas draufstellen oder seine Arme hier auflehnen. Und dann auf diesem Chromecast, Amazon Prime Video, man kann sogar seinen Desktop streamen, wenn ich Bock habe,
mein Videoschnitt zu zeigen. Jetzt alles, was man hier auf meinem Bildschirm hier sieht, kann man jetzt auch da sehen. Ihr seht ja auch meine Maus in Echtzeit, Leute. Hui. Das heißt, ihr könnt hier alles übertragen, was auf diesem Bildschirm ist, können wir darauf übertragen in Echtzeit und uns gegenseitig austauschen. Sogar der Ton wird live übertragen. Das heißt, ich kann sagen, ey Bastian, was hältst du jetzt gerade davon? Dann setzt er sich hier hin und dann kann ich ihm zum Beispiel mal gerade meinen Schnitt oder sowas zeigen, wo ich gerade am Schneiden dran bin. So Leute, das ist hier mein Premiere-Projekt zum Beispiel offen. Und dann kann ich zum Beispiel Bastian sagen, ey Diggi, guck mal. Und dann seht ihr da auf dem Chromecast, was hier gerade läuft. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ey, wie findest du jetzt zum Beispiel diese Cinematic hier? Das gleiche geht natürlich auch mit YouTube-Videos, mit allem Scheiß. Das heißt, wir haben hier mega das geile Multimedia-System. Jetzt, Leute, kommen wir langsam zu meinem richtigen Desk. Und hier sehen wir erstmal mein wunderschönes Bett. Hier kann man sich einfach hinlegen. Und der... Zu den Stühlen kann man noch eine Sache sagen. Und zwar sind hier Lautsprecher drin, die aber jetzt im Moment nicht angeschlossen sind, weil das Ding schon so alt ist, dass man das nicht mit Bluetooth verbinden kann, sondern mit, muss man es mit Kabel verbinden. Also laufen wir 50 Kabel her. Haben wir jetzt erstmal gelassen, Leute. Vielleicht machen wir das noch irgendwann mal. Ja, und hier ist dann noch so ein kleiner Nachttisch sozusagen, wo man halt noch Sachen drin verstauen kann. Genauso kann man hier in meinem Bett noch Sachen verstauen. Hier drin kann man auch noch Sachen verstauen in meinem Bett. Und jetzt würde ich sagen, geht's zu meinem richtigen Desk-Setup. Und hier sehen wir zwei Innerlampen, Leute. Zwei coolen Farben eingestellt im Moment. Und man kann hier übelst die geilen Light-Setups einstellen. Hinter meinem Desktop habe ich noch eine LED-Leiste eingestellt, die ich natürlich auch hier schön verändern kann. Und hier auf meinem Desktop steht hier einmal meine echte Apple-Tastatur hier mit. Hier nochmal kurz der Vergleich, echt fake. Die ist aus Plastik und komplett wackelig, aber die ist halt ultra massiv gebaut. Aber wer wirklich nur auf den Look gehen will, der kann auch ganz einfach mit der hier gehen. Die habe ich bei eBay richtig günstig gefunden, deswegen habe ich mir die gekauft. Niemals hätte ich dafür in Original so viel Geld ausgegeben. Auf eBay genauso diese Apple-Maus, aber die benutze ich gar nicht. Ich finde die richtig kacke. Dann nutze ich immer diese hier mit. Logitech G502 ist das hier. Und hier drin versteckt sich noch eine wunderschöne Razer Black Widow, die ich dann immer hier so hochstellen kann, wenn ich gerade am Schneiden bin. Dann stelle ich die hier hoch und mache die hier hin. Und dann kann ich hier zum Beispiel mega nice schneiden. Ihr seht auch hier, Leute, kommt mal nah ran. Wenn ich tippe, gehen hier die Sachen aus und gehen dann nach einer Zeit wieder an. Ist auf jeden Fall so ein nice Feature, finde ich auch mega cool eigentlich. Und hier, das ist das Rode Procaster, was ich hier benutzt habe früher zum Aufnehmen. Für zum Beispiel so Sachen, wie ich zum Beispiel Off-Stimmen. Stimmen einsprechen und sowas, da ist das mega geil für. Außerdem habe ich hier noch einen Rode Arm, also ganz normal am Tisch befestigt. Und hier zwei Heco-Boxen. Das ist alles in der Beschreibung verlinkt, Leute. Die Heco-Boxen, also ich liebe die wirklich seit Tag 1. Die haben so einen geilen Klang. Geht dann hoch hier zum Verstärker, denn das sind keine Aktivboxen. Die müssen mit einem Verstärker betrieben werden. Dann hier an meiner Wand seht ihr, da frage ich mich mal, warum hast du es da dran gehängt? Das ist eine Arkai MIDI, eine MIDI-Station. Und das, ja, die habe ich halt früher manchmal benutzt, aber irgendwie kam es nie richtig dazu, dass ich die richtig Vollzeit benutzt habe. Lag auch daran, dass man hier ein iPhone reinmachen musste. Und ich hatte zu der Zeit kein iPhone. Und deswegen habe ich dann mich entschieden, die an die Wand zu machen. Und ich finde, sieht einfach mega geil aus. So, damit wär's es mal damit. Das Mikrofon ist noch hier an diesem wunderschönen AG03 Mischpult angeschlossen, was ich finde für den Preis mega geil ist. Dieses Mischpult ist halt einfach mega günstig und trotzdem kannst du halt die Sachen, die auch die großen Mischpulte können, da die ganze Audiobearbeitung des Mikrofons Software gesteuert ist. Das heißt, hier muss man dann eine AG03 Software auf seinem PC installieren. Da kann man einen Equalizer draufballern, kann man einen Kompressor draufballern, etc. Und das braucht dann nicht alles mit Knöpfen hier drauf sein. Ich bin mega zufrieden mit diesem Mischpult auf jeden Fall. Ja genau, hier, der Rest ist natürlich alles mit Schaumstoffmatten hier ausgedeckt. Hier, allgemein Schaumstoffmatten sind ja in meinem Zimmer hier reichlich vertreten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schaumstoffplatten habe ich hier. Da habe ich mir die günstigsten eigentlich aus Amazon rausgesucht. Ich glaube, irgendwie 1,90 Euro kosten die. 1,72 irgendwie sowas. Sind unten in der Beschreibung mega günstig und für den Preis ultra, ultra geil. Leute, damit würde ich sagen, wie geht's weiter? Hier gibt es natürlich noch eine Sache, die machen wir aber erst am Ende, weil sonst können wir das ganze Ding hier nicht mehr weitermachen. Wenn ich das jetzt machen würde, würde die komplette Setup-Tour im Arsch sein. Deswegen muss ich das gleich erst machen. Aber da kommen wir gleich zurück. Und wir gehen zu meinem wunderschönen Schrank. Hier sieht man nochmal meine Liebe zu Polaroid-Kameras. Hier ist nochmal eine originale Polaroid Sun 600. Und hier ist nochmal eine alte Sofortkamera, eine alte Kamera, die mit Film noch funktioniert. Die sieht einfach auch mega schön aus, finde ich. Hier eine Steadicam für Filmaufträge, denn ich mache so beruflich, mache ich so ein paar Filmaufträge. Hier Wechselobjektive, eine Videoleuchte habe ich noch drin für abends, für Nachtshootings. Hier noch eine günstige Alternative zu so einem riesen Kameraslider. Wenn ihr eine ebene Oberfläche habt, könnt ihr das Ding einfach aufstellen. Und einfach so fahren lassen. Und dann braucht ihr keinen großen Kameraslider mehr, sondern einfach nur das Ding hinstellen. Und dann einfach Kameraslides selber mit der Hand machen. Das geht auch mega smooth. Das heißt, man braucht keine 500 Euro für so einen elektrisch betriebenen Kameraslider ausgeben. Einfach 30 Euro, glaube ich, kostet das Ding oder ein bisschen mehr für so ein Teil. Und das ist mega, mega smooth und funktioniert ultra, ultra gut. Vor allem, das Ding hat so einen eigenen Mechanismus drin. Wenn ich das werfe, bremst es automatisch ab. Das heißt, Achtung. Habt ihr gesehen, wie das so smooth
ausbremst. Habe ich früher sehr, sehr oft benutzt, das Teil. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, auch unten in der Beschreibung, Leute. Hier oben mein Gorilla-Pod, den ich nicht mehr benutze, weil ihr seht, er ist zu einfach verbiegbar und da will ich keine A7S drauf mehr machen. Und ein riesen newer Kamera-Rig, ein Schulter-Rig für Außenshootings, wenn man mal irgendwie ultra, damit zieht man aber ultra die Aufmerksamkeit auf sich, wenn man damit rumläuft. Das heißt, eher ungünstig für Vlog, weil einfach du sofort rausgeschmissen wirst aus jedem Laden. Aber für so Außenaufträge, Videoaufträge mega geil. Und das letzte, was hier noch neben meinem Schrank steht, ist eine Vaeco Kühlbox. Wir haben uns gedacht, entweder holen wir uns jetzt so eine teure bei Mediamarkt, so irgendwie für 200, 300 Euro, so einen richtigen Kühlschrank, den man dann hinstellt mit so einem Coca-Cola-Sign, wo natürlich das alles transparent ist, wo man direkt rausnehmen kann. Ist natürlich alles schön und gut. Ich habe aber erstmal, meine Mutter hat mir erstmal dieses hier Ding hier gegeben, das kostet glaube ich nicht so viel, das ist halt eine Kühlbox, aber auch elektrisch betrieben. Ist halt etwas günstiger und macht eigentlich den Job genauso gut wie jede andere Kühlbox. Also wenn ihr kühle Getränke haben wollt, das Ding tut's für euch, Leute. So, Leute, damit wären wir eigentlich fast durch. Und jetzt kommt die Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe, die aber auch viele von mir, viele Leute schon kennen, die meine Videos gucken. Nämlich haben wir hier einen wunderschönen roten Knopf. Sieht so aus wie bei Nordkorea, wenn die gerade ihre Atombomben losschicken. Leute, und wir können hier jetzt draufdrücken. Und jetzt pass auf, achtet mal, was jetzt passiert. Oh mein Gott. Hier kommt Nebel raus, hier unten. Da oben kommt eine riesen Nebelwolke, hier rechts, links, überall aus meinem Schreibtisch kommt Nebel raus. Ich finde, das macht so einen heftig geilen Effekt. Es sieht auch immer mega krass aus für so Videoeffekte. Ja, und jetzt weiß ich auch, warum ich das am Ende gemacht habe, denn man sieht hier gar nichts mehr. Leute, das war eine sehr, sehr lange Roomtour. Zu meinem Kabelmanagement etc. kann ich nicht viel sagen, denn ich habe einfach keins. Meine Kabel liegen einfach irgendwie random rum. Hier unten ist es unter das Sofa gekehrt worden. Da unten unter meinem Schreibtisch ist es einfach irgendwie zusammengemacht worden. Zeig das lieber nicht. Aber es juckt mich an, ich will nicht, wie meine Kabel aussehen, weil wir es einfach irgendwie verstecken konnten, noch irgendwie unter Sofas, etc. Einzig Geile ist, wir haben immer hier unten so An- und Außen. Hier habe ich einmal einen und hier habe ich einmal einen. Und wenn wir diese beiden Knöpfe betätigen, geht der komplette Strom in meinem ganzen Zimmer hier aus. Das Einzige, was noch sozusagen Notstrom betrieben wird, ist das WLAN, was wir halt abends dann, wenn wir im Bett liegen, noch benutzen können. Und die Philips Hue. Ja, genau. Und hier haben wir noch ein paar aussortierte Tastaturen drin gesteckt. Einmal auch irgendwie unter das Sofa versteckt. Das Sofa ist sowieso das perfekte Versteck. Wie zum Beispiel auch dieses Ding hier. Das ist eine Funk. Wir haben erst gedacht, wir machen das nicht mit diesen beiden Knöpfen, sondern wir machen das mit dieser Funksteckdose. Aber die haben einfach nicht geil funktioniert. Die haben immer, waren immer sehr unzuverlässig. Deswegen habe ich die nicht benutzt. Da muss ich mal auf Amazon gucken, ob ich da mal eine bessere finde. Ich kann euch ja unten mal eine verlinken, die Oscar hatte, glaube ich. Mega geil, glaube ich. Aber die würde ich mir nicht holen, auf jeden Fall. Leute, damit war es das von der Roomtour. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier schon geht. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig was für euer Zimmer vielleicht auch übernehmen. Wenn ihr Bock habt, so mein Zimmer so ein bisschen nachzustellen oder ein paar Sachen aus unserem Zimmer für euer Zimmer zu nehmen. Bei uns setzt ja irgendwie alles auf Licht, also auf viel geiles Lightsetup. Oder wenn ihr schon ein geiles Zimmer habt, dann sendet mir auf jeden Fall Instagram-Bilder und markiert mich dann auf den Fotos. Ich heiße auf Instagram dasheymoritz, auf Snapchat heymoritz, auf Twitter dasheymoritz auch. Also Leute, markiert mich auf den Social-Media-Plattformen und zeigt mir eure Zimmer. Okay Leute, dann würde ich sagen, das war's mit der Roomtour. Die Roomtour abschließen, Leute. Wir haben noch ein paar Sachen auf der To-Do-Liste. Zum Beispiel wollen wir auf der Kirmes noch einen Top-Comment auspacken auf irgendeinem Fahrgeschäft. Das haben wir uns jetzt selbst eingebracht. Außerdem machen wir heute Abend noch Pizza. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Kirmes. Ja, das ist hier keine Drohnenaufnahme. Ich bin das gerade hier wirklich hier oben. Haben Sie einfach mal gedacht, spontan gehen wir noch mal kurz rein? Pass auf dein Handy auf. Ich krieg das dumme Top-Comment nicht raus. Mann, ich würde so gerne das Top-Comment rausholen, Leute. Ja, pass auf dein Handy auf. Es klemmt, Jungs. Und mein Top-Comment ist von Leblanc so. Er sagt euch von Leblanc, es steckt in meiner Tasche drin, aber ich krieg's nicht raus. Leute, aber guckt euch diesen Horizont an. Links von uns die Kirmes, Jungs. Alter, dieser Ausblick. Junge, das sieht so geil aus, ne? Aber ich krieg das halt echt nicht raus, Leute. Ich krieg's halt echt nicht raus, das Top-Comment. Ich bin ein paar Sekunden los, du kannst das nicht packen. Na klar, pack ich das, Junge, ich bin hier. Machst du mal so. Extreme Fun Pinching, Jungs! Juhu! Es geht los! Oh.
Slash Ice Maker. Ich glaube, die Suche nach einem guten Slash Maker wird scheitern. Ja. Oh, oh mein Gott, lag mal da hin, was passt da? Oh mein Gott! Zu Hause, der Bastian ist schon weg. Morgens habe ich wieder Schule. Oh. Bin ja schon am Schneiden des Videos, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mit der Roomtour am Anfang hat er sich dann doch ziemlich lange in die Länge gezogen. Aber scheiß drauf, Leute. Ich musste sowas auch mal bringen für die Leute, die das wissen wollten. Morgen geht's dann wieder mit dem Daily fucking kranken Scheiß weiter, Leute. Und vergesst nicht immer, ihr selber zu sein. Vergesst nicht jeden Tag irgendeine geile Scheiße zu produzieren. Ich werde jetzt den Rest des Videos schneiden. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob sie vielleicht, Leute, die ganze Roomtour von euch angeguckt haben und ob ihr das interessant fandet. Leute! Haut rein! Man sieht sich! Seid immer ihr selber, Leute! Haut rein! Lasst ein Like da, wenn ihr Bock habt! Lasst ein Abo da für so kranke Aktionen!